So, du warst da. Du bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Herzlich willkommen zum Let's Play von Mass Effect 2. Beim Scheibenzertrümmern. Ja. Ja. Noch irgendwas Wichtiges? Nee. Gut. Stofnisch. Sag mal, Wule, so eine kleine Frage nebenbei. Hast du dich auch schon wegen anderen Japanern weitergearbeitet bei GOT? Ich hab gerade Stufe 2 und also ist jetzt nichts Besonderes, was da von weiteren gemacht noch. Ich habe auch den Stufe 2. Versucht derzeit, ehrlich gesagt, mittleren. Ja, ich spare derzeit aufs Nashorn. Nashorn, ist das nicht billiger zurzeit? Nee, das war nee. Billiger. Jetzt, also, wenn es noch einen halben Tag länger billig gewesen wäre, hätte ich nicht schon. Und jetzt kostet da wieder fast 1 Million. Ich glaube, da war ich 400.000 oder so. Ich finde es auch irgendwie scheiße, dass sie nicht einfach mal irgendwie was schenken können den Spielern oder so ein Scheiß. Tut's ja die ganze Zeit, ey. Nee, ich meine, irgendwas, was ohne jetzt waren oder so. Ach so, meinst du, ja, ich weiß schon, was du meinst. Wollen wir so, weil man. Das ist ja schon länger gut, dabei dass ist quasi 1 Million Credits oder so, meinst du? Ja, eben. Ich find's ja schon cool, dass wenn du ein paar Missionen erledigst, dass du dann an ES6 bekommst. Schon nicht schlecht. Ja, ein paar Missionen ist aber gut, gell? Ja, ein paar Missionen. Ja, für diese kranken Hardcore-Süchtlinge. Ja, die haben das dann noch mal drin, ja. Die voll hohen Wert auf ihre. Ja. Wie heißt das Ding bei WOT da drin? Den Personalakte legen? Crew? Nee, auf dem Wert. Ach so, den, ja, warst du schon, ja. Ja, oder 20.000 Punkte als Ding drin sein müssen. Da kommt dann der Heider und hat 5.000, damit ist er doppelt so gut wie wir alle maximal. Aber trotzdem noch schlechter als den ich bei mir auf Ignorieren gestellt habe. Weil der Spaß dir einfach nur auf solche Sachen aus war, wie ja, was du für Gefecht, Erfahrung pro Gefecht magst, das war ja vorher der Wert, wie du ja, dargestellt wurdest als guter oder schlechter Spieler. Mhm. Ja, und der Typ hat effektiv 8000 Punkte. Okay. Das ist auch nicht so wenig. Nö. Aber das sagt mir auch, sowas wie Real Life ist da nicht mehr vorhanden. Bitte, der Heiler hat genug Real Life, der hat 5000. Ja, der Heiler übertreibt es aber dann so schadenlos. Hallo, der hat jeden Panzer, den er hat, mindestens auf Meister. Jeden, den er hatte. Ja gut, das ist dann schon ein anderes Level, ja. Da ja, psychopathisch. Von solchen Menschen musst du dich dann beleidigen lassen, wenn du nur Spaß am Spiel haben willst. Ja, das tut dann mit Not, ne. Sehr schön. Ja. Wenn sie zwei Raketenwerfer ausschalten. Das ist ja total realistisch, dass man da irgendwie durchkommt, ne? Wenn da zwei Raketenwerfer runterholzen, so rein theoretisch, wenn man so ein Brückchen mit 3-4 Schuss in Brustschutt und Arsch legen würde. Das sind keine Dingsraketen, das sind Anti-Raketen. Die machen diese physikalischen Nachwirkungen, das sind begrenzt auf biologische Wesen. Mhm. Oh Mann. Antipersonenraketen. Richtig. Rad mit einem Magazin. Barriere und Panzerung fast weg. Schon für alle. So. Sollte reichen. Ja, auf jeden Fall. Ach, jetzt kommt. Warten Sie! Bevor Sie mich töten, wüsste ich gerne, wer Sie angeheuert hat. Niemand. Ich bin keine Attentäterin, Nassana, aber ich suche jemanden mit diesem Beruf. Sie brechen hier ein und radieren meine Sicherheitsleute aus, nur um die Person zu finden, die mich nicht. Das ist richtig. Ja. Was? Ich habe was gehört. Verdammt, die anderen Eingänge überprüfen. Sie bleiben, wo sie sind. Wenn ich mit diesem Ärgernis fertig bin, werden Sie und ich. Wer? Okay, von wegen. Er tötet nur die er töten soll, ne?
Ja, die hätten ihn sonst getötet. Mhm. Hat aber sehr schön gemacht, ne? Ja. Ist das unser Mann? Gut. Du bist so pragmatisch, Grant. Das kann's ja nicht sein. Ich würde eher sagen, objektiv. Ja. Wobei der absolute Nothammer ist natürlich dann immer noch der, wie heißt er, das Salarianer. Martin? Ja, der ist dann der Oberhammer. Da kommt dann ganz logisch. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Verzeihung, aber Gebete für die Bösen dürfen nicht unterbrochen werden. Alles klar. Sie war mit Sicherheit böse. Nicht für sie, für mich. Die Qualität des Individuums lässt sich nicht allein aus seinen Taten ableiten. Nehmen wir sie zum Beispiel. So viel Zerstörung, Chaos. Ja. Ich war neugierig, wie weit sie gehen würden, um mich zu finden. Nun, hier bin ich. Alles klar, Thane. Ich will mit Ihnen reden, aber woher wussten Sie, dass ich hier war? Schuss, Wechsel und Explosionen. Ich arbeite ja lieber Geräusche. Wenn ich Wachen bekämpfen muss, habe ich einen Fehler gemacht. Und ich mache selten Fehler. Sie haben meinen Plan gestört, aber letztlich hat sich die Ablenkung durch sie als nutzbringend erwiesen. Ich will sie in meinem Team. Kommen wir zur Sache. Ich brauche sie für eine Mission. Ach ja. Schon mal was von den Kollektoren gehört? Gehört schon. Haben wir den eigentlich irgendwie heilen? Sie verschleppen ganz viele Menschen. Nee, leider nicht. Freedom's Progress. Außerdem Mass Effect 3 und so, ne? Verstehe. Wir sind hinter Ihnen her. Kennst du Mass Effect 3? Ja. Ja, da kommt er ja nochmal vor. Kein Schiff ist je von dort zurückgekommen. Hier bin ich bei Lösung, oder ne? Ja. Man hat mir auch gesagt, es sei unmöglich. Jedenfalls Mass Effect 3 ist er ja doch mal ganz kurz da. Relativ wichtig. Karriere, ich hoffe, es darauf auf, das Unmögliche möglich zu machen. Das hier sollte mein letzter Job sein. Ich sterbe. Ich sterbe. Hust, hust! Geringe Überlebenschancen interessieren mich nicht. Die Entführung ihrer Kolonisten hingegen schon. Es tut mir leid. Du umarmst und flänzt die Schulter voll. Schnäuzt die ganz beherzt in seinen Anzug. Oh Mann. Ich möchte vor meinem Glück noch etwas Licht hineinbringen. Viele Unschuldige sind tot. Ey, das ist dramatisch. Ich war nicht schnell genug, deshalb mussten sie leiden. Und dafür muss ich Buße tun. Ich werde für sie arbeiten, Shepard. Ohne Bezahlung. Ohne Bezahlung. Sehr gut. Na denn. Dein Krios für das Team rekrutiert. Was aus medizinischer Sicht allerdings fragwürdig ist, falls die Mission nicht rasch erledigt wird. Rechtsvertreter beschäftigen sich mit der öffentlichen Beschädigung Tantius. Tantius Towers. Das ist mein Dorste. So, haben wir ein scheiß Gewehr. Immer dieser Rechtsvertreter. Kredit, ah, wieder gut. Ja, Kredit, republikanische Kredit sind ja da draußen nichts wert. Ja. Warte, du bist einfach in der Hinsicht einfach nur cooles auch. Ja, ich mag sein Volk irgendwie nicht. Ja, eh nicht. Aber eben die Szene ist einfach nur cool. Kredit! Daraus nichts wert, nur Geld. Ah, was ist ein Kredit, du Depp? Ich habe beeindruckende Geschichten gehört, Krios. Klingt, als wären sie eine echte Bereicherung des Teams. Natürlich nur, wenn man sich gerne von einem Attentäter den Rücken frei halten lässt. Ich habe einen Vertrag. Ich arbeite für Shepard. Ja, sicher. Es mag bei Ihnen anders sein, aber meine Loyalität beruht nicht nur auf dem nächsten Sold. Wo liegt das Problem, Shepard? Na komm, wo liegt? Ja, Fane okay. Hat einen längeren. Seine offenbar auch als nicht. Ich das bezweifle ich nichts für diese Mission. Boah. Was befürchten Sie? Ich mag Söldner nicht. Und ein Attentäter ist nichts anderes als ein Söldner, der besonders präzise arbeitet. Ein Attentäter ist eine Waffe. Eine Waffe tötet nicht von selbst. Das erledigt der, der sie führt. Wie soll ich meine Sachen unterbringen? Ein trockenes Plätzchen wäre schön, falls möglich.
In der Nähe der ab ins Kühlsystem. Oder, Rasta? Hätte ich auch gesagt. In den Reservetank. In Reservetank von... Oh, in Reservetank von, vom Kühlsystem. Ist es wohl trocken genug? Platsch. Geben Sie mal einen Schuss. Jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich hatte mir Attentäter ganz anders vorgestellt. Er dürfte Sie überraschen. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Haben wir eigentlich die Spezialmission von Jacob schon gemacht? Ich weiß nicht. Das ist ja die mit Abstand abgefahrenste überhaupt. Ja, mit seinem Vater, der die Tussen da das Glas. Ja, genau. Das ist die mit Abstand. Aber jetzt mal ernsthaft, welcher Mann hätte das nicht irgendwie ausgenutzt? Hip. Der hat natürlich Angst gehabt. Stimmt, der ist so ein Frauenphobiker. Na, überhaupt nicht. Immer so wenig von dem ganzen Zeug. Sag mal, wann hat der Matti eigentlich das letzte Mal Minecraft getreten? Das ist länger, ja. Ich würde so gern mal sehen, wie er auf die ganzen Veränderungen in seinem Gebiet oder Bereich reagieren würde. Mhm. Schon, ja. Ach, ja. Okay. Hey, Martin! Muss immer noch nach Tuchanka schappern. Ah, ja. Mein Schüler, wir reden später darüber. Hier, stimmt, wir sind noch Tuchanka. Sehr gut. Also, jetzt haben wir. Ilos? Warte mal, was wollen wir denn jetzt? Wir haben jetzt noch die Miranda haben wir fertig. Den Thane haben wir rekrutiert. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal mit dem Thane reden für seine Mission. Und wir haben noch irgendwen rekrutiert, ne? Samara. Genau, Samara, mit der Tante müssen wir auch nochmal reden. Aber da wirst du, ja, gut, ja, das ist die Richtung. Obacht, Kelly! Großen Bogen drum gemacht. Ja. Du lachst, ich hab Angst. Da muss man jedes Mal schwer atmen. Da muss man jedes Mal schwer arbeiten und so Sachen machen wie reden und so ein Scheiß. So, das ist das Richtige. Okay. Weißt du, was überhaupt das Lustigste ist? Was? Das habe ich, glaube ich, eh schon mal erzählt. Die Romanze mit Samara. Ich weiß gar nicht, wie man die richtig zustande bringt. Das habe ich noch nie zusammengebracht. Du? Es funktioniert. Ich habe es auch noch nicht zusammengebracht. Ich habe auf YouTube angeschaut, die Romanze. Das Lustige ist ja, sie hatte diesen genetischen Defekt, ne? Ja. Was machen die Jungs, die Asari mit genetischem Defekt? Keine Ahnung. Die zerstören die Sexualpartner quasi. Ja. Also die lösen die auf. Wenn du nämlich jetzt mit Samara Romanze hast, stirbst du und darfst Fucher wieder neu laden. Moment. Aber ich hab gedacht, dass nicht diese Samara, die mit dem Defekt ist, sondern die, wo den Defekt weitergibt. Ja, die haben ja das Problem, die Adatyachi. Es ist zu lange her, dass ich mit Gefährten unterwegs war. Adatyachi können sich nicht fortpflanzen. Werde ich alles tun, was notwendig oder, ist. Na, doch, schon. Adatyachi können sich fortpflanzen, aber ihr Partner stirbt bei der Vereinigung, ja. So ist es. Ja. Aber ich hätte gedacht, dass Samara wirklich bloß das weitergibt, weil ja ihre Tochter. War ja davor mit einer anderen Asari in einer Beziehung. Ihre Töchter, die daraus hervorgekommen sind, sind beide Adatyachi geworden. Schau mal, die hat einfach nur einen geilen Arsch. Bad ass. Die hat doch voll den Bodysuit an. Damn. Sie nennt sich Morin. Weil man dann meinen, irgendwie Samara würde echt. Die ist keine Adatyachi, denk mal. Ich erinnere mich, dass sie eine Adatyachi genannt wurde. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Dämon der Seilwinde. Was? Eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Ja. Eine Adatyachi ist also eine besondere Art von Mörderin? Morinth leidet an einem seltenen Gendefekt. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Ja, wird sie erklärt. Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt. Oh, also ist sie gefährlich, ja. Sie verlangt ganz eindeutig ihre volle Aufmerksamkeit. Sie verwirrt ihre Opfer, manipuliert ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um ihre Gunst zu erringen. Holen wir zu uns. Wir müssen sie aufhalten. Das ist aber auch eine coole Mission, die ist scheißen schwer vor allem.
Ja, aber wenn wir es richtig anstellen und vorher noch einige gute Punkte sammeln. Richtig. Du nervst. Tamara, tut mir leid. Den nächsten Vollrotzen. Wo könnte man bei ihr reinrotzen? Der Anzug ist ein bisschen zu hart. Ausschnitt. Erzählen Sie mir mehr. Nein! No! Wie ist das alles geschehen? Ma. Ich war in meiner Jugend ständig unterwegs, auf der Suche nach Abenteuern. Ich habe Leute getötet, mit ihnen geschlafen oder einfach ganze Nächte durchgetan. Ja, aber so wie das klingt, haben sie wohl doch ne? Und dann begann meine matronale Phase. Ich konnte mich endlich zurücklehnen, mich sonnen und meine Familie genießen. Blablabla. Aber in einem einzigen heulen sie doch! Das, muss hart gewesen sein. Das klingt schrecklich. Ich saß in einem medizinischen Labor und ein kurzsichtiger Arzt redete auf mich ein. Und ich lernte, ich gab alle meine Besitztümer auf. Mir gehört nichts. Und ich erstrebe nichts. Alles, was ich weiß. Und jetzt besteht mein Lebensziel darin, meine eigenen Kinder zu vernichten. Ich verstehe. Solche Momente. Also kann sie doch Kinder bekommen. Ja, sicher, aber eben ihr Partner, der leidet darunter. Ich rede zu viel. Verzeihen Sie. Helfen Sie mir. Aber er hat nie behauptet, dass sie keine Kinder bekommen können. Du Lappen. Wir werden Morinth finden. Aber wie hätte sie dann zwei zusammenbringen können, Mann? Ja, ist doch scheißegal, zwei verschiedene Partner. Weil sie hat ja ihre Familie genossen. Hallo? Ja, Reasons. Doch ein Friedmensch. Blue Quarters, irgendwo muss da die Live... Lebenserhaltungssystem. Da ist das Live Support. Hallo, Thane. I want to fuck you. Brauchen Sie etwas? Ich will was reden. Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wir hatten ja bisher noch keine Gelegenheit dazu. Als wir Sie getroffen haben, sagten Sie, Sie würden sterben. Ja. Oh Gott, er stirbt! Sie müssen sich um den Rest der Crew. Voll rotzen die zweite. Juhu! Eine Krankheit ist nicht ansteckend. Sie fehlt. Na bitte diesmal nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Können wir ihm helfen? Ja. Können wir hier etwas tun? Die Krankenstation der Normandy ist auf dem neuesten Stand. Nein, danke. Ich bin bereits in Behandlung. Und wenn die klügsten Mediziner des erleuchteten Primats der Hanna das Problem nicht lösen können, bezweifle ich, dass ihr Schiffsarzt dazu in der Lage ist. Danke für ihr Mitgefühl. Ja, immer gerne. Glauben Sie mir, jetzt wird meine Leistung. Dann werden wir halt ein bisschen warten, bis wir ihn wegen der Mission fahren können. So, jetzt machen wir noch eine Sache zu diesem etwas überzogenen Let's Play-Teil. Das ganz das Wichtigste, richtig. Fische füttern. Fische füttern. Schon allein mit dem Bauch nach oben. Ja, ist es dunkel? Warte mal. Warum ist es jetzt dunkel? Weil sie tot sind, Junge! Nein! Doch! So eine Scheiße. Ja. Ah, und weil du gesagt hast, bei Mass Effect gibt es nur humanoide Lebensformen. Stimmt nicht. Was sind die Elkor? Ja. Was sind die Hanna? Ja. Eben. Diese merkwürdigen. Ja, ja. Die Volus kommen auch nur Humanoiden drüber, also die sind auch nicht wirklich. Ja, die sind ganz schrill. Toll, jetzt habe ich tote Fische. So eine Scheiße. Nee, du musst neue kaufen. Nee. Na gut. Dann machen wir hier einen Cut. Ich bin traurig. Servus, Leute. Ja, tschüss.